jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek. Guten Abend. In der georgischen Hauptstadt Tiflis gehen die Menschen heute Abend wieder auf die Straße. Für Europa und gegen ein Gesetz, von dem sie fürchten, dass es ihr Land eher von Europa wegstößt. Das Gesetz soll alle Organisationen, die mehr als ein Fünftel ihres Geldes aus dem Ausland bekommen, zwingen, ihre Finanzierung offenzulegen, weil sie damit, so steht es im Text, die Interessen einer ausländischen Macht vertreten. Ein Gesetz, wie es in Russland zur Unterdrückung der Zivilgesellschaft angewendet wird. Doch Georgien wehrt sich. Armin Körper hat die Demonstranten in Tiflis begleitet. Entschlossenheit liegt in der Luft und sie steht in den Gesichtern. Zieht ja vielleicht 100.000 am Abend in den Straßen von Tiflis. Es geht längst nicht mehr um ein Gesetz, mit dem die Regierung freie Medien und Organisationen gängeln wollte, sondern um die Richtung ihres Landes und womöglich auch um Krieg und Frieden. Wir rechnen mit allen Szenarien, deshalb habe ich heute diese ukrainische Fahne. Wir sind sogar dafür bereit. Generation Z steht da geschrieben. In Georgien ist das die Generation Europa. Nugzar ist am Start gegen das Gesetz, mit dem die Regierung, wie er glaubt, in Richtung Russland aufbrechen will und dass das Zeug zur Zerreißprobe hat. Für meine Generation geht es um die Freiheit, um Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit. Deshalb ist es so wichtig und kein Zufall, dass heute der Europatag ist. Irgendwo in Tiflis werden am Mittag Brote geschmiert, Vorbereitung für die Nacht. Für die Freiheit kämpfen und sterben steht auf den T-Shirts geschrieben. Viele Eltern wissen nicht, wie ernst es ihren Kindern ist, die noch Schüler und Studenten sind. Es ist auch ein Konflikt zwischen Generationen. Bei den Eltern steht vielleicht die Hälfte nicht auf unserer Seite. Aber wir müssen doch unsere Meinung sagen. Denn die Zukunft des Landes gehört doch der Jugend, gehört doch uns. Sie bereiten sich auch darauf vor, Tränengas und Pfefferspray abzubekommen. Alkohol ist da zum Desinfizieren. Es gab viele Verletzte schon bei den Protesten. Wie weit wollen sie gehen? Wir wollen vor allem nie mehr Russland sein. Wir waren schon in der Sowjetunion, wir wollen das nie mehr. Und wenn es dafür Krieg geben muss, okay, wir sind bereit. Mit einer Regierung, die sich von Europa abwendet, fing alles an. Jetzt ist die Jugend auf der Straße. Das Szenario erinnert fatal an die Ukraine vor 10 Jahren. Georgien droht, das nächste Land Europas zu werden, das zerrissen zwischen Ost und West den Kompass verliert. Die Angst der Georgier vor Russlands Einfluss ist begründet. Putins Soldaten halten rund ein Fünftel des georgischen Territoriums in Abchasien und Südossetien besetzt und könnten leicht von dort auf Tiflis vorrücken. Auch deshalb beobachtet Georgien den Abwehrkampf der Ukraine mit Interesse und mit Sorge. Die russische Armee meldet heute die Einnahme von 5 Dörfern an der Front nahe Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Aus Gebieten an der Grenze wurden Zivilisten evakuiert aus Angst vor einem Durchbruch russischer Truppen. Unser Reporter Luc Walport ist uns aus Charkiw zugeschaltet. Luc, was können Sie uns über das Vorrücken der russischen Truppen sagen? Welches Ziel verfolgt Russland damit eigentlich? Wirklich die Einnahme der Großstadt Charkiw? Nein, da sind sich Militärexperten einig. Dazu hätte Russland wahrscheinlich ganz andere militärische Mittel eingesetzt. Das ist doch ein sehr begrenztes Vorrücken gewesen in den vergangenen 2 Tagen. Aber es gibt natürlich trotzdem massive strategische Ziele, die Russland damit verfolgt. Zum einen, das ist naheliegend. Sie wollen sehen, wie schnell und wie effizient die ukrainischen Streitkräfte auf so ein Vorrücken an einer anderen Front als im Donbass noch reagieren können. Aber es gibt auch ein anderes Ziel, das hat Außenminister Lavrov mehrfach angedeutet in Interviews. Russland möchte offenbar hier an der Grenze zur Ukraine bei Charkiw eine Pufferzone schaffen. Das heißt, die ukrainischen Kräfte etwa 5 bis 10 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze wegdrängen. Aus einem sehr praktischen Grund, denn von dieser Grenze greift
greifen die ukrainischen Artillerieeinheiten immer wieder die Stadt Belgorod, die russische Stadt Belgorod, etwa 70 Kilometer nördlich von Kharkiv an. Und das möchte man natürlich irgendwie verhindern. Dazu soll mittel- oder langfristig eine Pufferzone geschaffen werden. Also das war ein erster Versuch in Richtung zur Schaffung dieser Pufferzone. Danke, Luc, für diese Einschätzung ins dunkle Kharkiv. Das Gespräch haben wir wegen der Ausgangssperre in Kharkiv vor 2 Stunden aufgezeichnet. Und hier geht es jetzt weiter mit dem anderen großen Konflikt und den Nachrichten von Gundula Gause. Die USA haben scharfe Kritik am israelischen Einsatz von US-Waffen im Gazastreifen geäußert. Laut US-Außenministerium gibt es Hinweise, dass Israel dabei gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen haben könnte. Israel weist das zurück und hält an der angekündigten Offensive auf Rafah fest. Weitere Evakuierungen wurden angeordnet. Offenbar will die Armee ihren Einsatz dort ausweiten, trotz aller internationaler Kritik. In Hamburg sind rund 2300 Menschen dem Demonstrationsaufruf des islamistischen Netzwerks Muslim Interaktiv gefolgt. Friedlich, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot und unter strengen Auflagen. Den Teilnehmern war diesmal verboten worden, ein Kalifat in Deutschland zu fordern. Nach entsprechenden Rufen vor 2 Wochen war vielfach ein Verbot von Muslim Interaktiv gefordert worden. Mit Liegend-Demos haben an MECFS Erkrankte auf ihre Probleme aufmerksam gemacht. Chronische Müdigkeit und lähmende Erschöpfung. In Berlin und 11 weiteren Städten versammelten sich Betroffene und Angehörige, auch um mehr Hilfen zu fordern. Die Krankheit, ausgelöst möglicherweise durch Corona oder Grippe, ist kaum erforscht. Allein in Deutschland sollen mehrere 100.000 Menschen betroffen sein. Im Norden Afghanistans sind bei schweren Überschwemmungen nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 300 Menschen ums Leben gekommen. Ausgelöst wurden die Fluten durch heftige Regenfälle. Viele Anwohner sind auf sich gestellt. Seit der Machtübernahme der Taliban haben viele Staaten und Organisationen ihre Hilfen für das verarmte Land zurückgefahren. Im Wahlkampf war die Kettensäge sein Markenzeichen. Verzeihung. Und tatsächlich sind die Maßnahmen, mit denen er Argentiniens Wirtschaft umkrempeln will, radikal. Eine Schocktherapie hat der argentinische Präsident Javier Milei seinem Land verordnet. Der Markt werde fortan alles regeln. Milei hat Beamte rausgeworfen, Renten gekürzt, Subventionen gestrichen. Und damit erstmal noch mehr Menschen in Armut gestürzt. Die Gewerkschaften reagieren mit Generalstreik. Christoph Röckerath über ein Land in Aufruhr und ohne Strom. Das Licht der Erkenntnis kommt aus dem Handy. An der Universität von Buenos Aires müssen sie Strom sparen. Licht gibt es nur noch da, wo es unbedingt sein muss. Auch die Fahrstühle stehen still. Folge des radikalen Sparkurses von Präsident Javier Milei. Schon im Wahlkampf hatte der sich abfällig über das angeblich zu teure Bildungssystem Argentiniens geäußert. Die Folge: düstere Aussichten für die Wissenschaft. Wir verstehen, dass es viele Dinge im Staat gibt, die nicht funktionieren. Deshalb hoffen wir Jungen auch darauf, dass die Regierung gute Ergebnisse erzielt. Aber wir sehen auch, dass es Dinge gibt, die gut funktionieren und die muss man bewahren. Dazu gehören die Universitäten. Gerade junge Leute haben den Präsidenten gewählt, der mit der Kettensäge in der Hand versprach, das Land radikal zu verändern. Seit Jahrzehnten leidet Argentinien unter einer Dauerwirtschaftskrise und Rekordinflation. Seit seinem Amtsantritt vor 5 Monaten setzt Milei seine libertäre Agenda um, wonach sich der Staat möglichst aus allem raushalten soll. Renten eingefroren, Peso abgewertet, staatliche Investitionen runtergefahren und Zehntausende Bedienstete entlassen. All das hat erste messbare Konsequenzen. Momentan sind das Tempo der Inflation und der Preis des Dollar unter Kontrolle. Das hat eine große symbolische Bedeutung für die argentinische Wirtschaft. Allerdings sind gleichzeitig die Konjunktur und der Konsum stark zurückgegangen. Und das ist ein hoher Preis, den vor allem die Mittelschicht zu zahlen hat. Camilo Alan ist 80 Jahre alt und steht jeden Tag in seinem Geschäft.
Immer öfter allein, denn Kunden kommen kaum noch, weil sie kein Geld haben. Was soll ich nur machen? Ich halte es nicht mehr aus. Es sind harte Zeiten, die wir erleben, weil unser Präsident, dieser junge Bursche, nicht versteht, worum es geht. Er will nur Geld sparen, nichts zahlen und das Volk leidet darunter. Das Volk leidet, das kann doch nicht richtig sein. Die Gewerkschaften haben zum zweiten Mal einen Generalstreik organisiert, um gegen den Sparkurs zu protestieren. Doch nicht alle beteiligen sich. Laut Umfragen steht eine knappe Mehrheit der Argentinier nach wie vor hinter Milei. Der Präsident selbst hat gesagt, dass es uns schlechter gehen wird. Sein Versprechen ist, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Es ist die Vorstellung, dass man Opfer bringen muss, um es später besser zu haben. Mileis Kurs ist ein Appell an die Geduld der Argentinier. Die Frage ist, wie lange sie anhält und wie viele auf dem Weg ins erhoffte Licht am Ende des Tunnels auf der Strecke bleiben. So sieht es also aus, wenn unterkühlte Norddeutsche ausrasten. Denn vor einer halben Stunde ist es tatsächlich passiert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ist eine Mannschaft aus Schleswig-Holstein in die erste Liga aufgestiegen. Holstein Kiel hat es mit einem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf geschafft. Was der Tschüss-Zweite-Liga-Taumel für Kiel und das Land bedeuten könnte, berichtet Tim Kruse. Mit der Beschaulichkeit an der Kieler Förde ist es erst einmal vorbei. Die Aussicht, dass hier in der kommenden Saison die ganz Großen einlaufen, ändert einiges. Kiels Oberbürgermeister kann sich vor Interviews kaum noch retten. Er selbst war Fußballer und weiß um den historischen Moment, zumindest aus Fußballersicht. Eine Bundesligamannschaft hat ein ganz anderes Image auch für eine Stadt zufolge. Warum kennt man Mönchengladbach, warum kennt man Heidenheim? Weil die in der ersten Bundesliga spielen. Und insofern, wir sind zwar als Landeshauptstadt mit der Kieler Woche bekannt, aber das ist nochmal ein echter Booster und eine tolle Geschichte und ein bisschen auch ein Fußballmärchen. Wie im Märchen kommt einem heute Kiels erste und einzige deutsche Meisterschaft 1912 vor. Danach war außer Schiedwetter, also viel Regen und Wind, genau wie heute, im Norden fußballerisch nicht viel gewesen. Denn Kiel entwickelte sich zur Handballhochburg, mit dem THW als Rekordmeister. Sowas wie der FC Bayern mit dem kleinen Ball. 23 Mal deutscher Meister, 4-mal Champions-League-Sieger und sogar Vereinsweltmeister. Doch Kiel wäre nicht Kiel, gäbe es nicht die Kieler Woche. Die größte Segelveranstaltung der Welt, das größte Volksfest Nordeuropas und einer Windjammerparade, die es in dieser Form weltweit nur auf der Kieler Förde gibt. Kiel Sailing City, wie sich die Stadt nennt, wird jetzt endlich nach Jahren der Unterklassigkeit auch im Fußball erstklassig. Die Fans der Störche hier beim letzten öffentlichen Training sind bereit. Einmal aufsteigen und dann die Liga erleben. Ne? Also das ist natürlich für einen Fan ist das ein und alles. Ne? Freut man sich natürlich auch drauf, mal große, ganz, ganz große Mannschaften hier zu sehen in unserem kleinen, süßen Stadion. Das süße kleine Stadion ist die große Baustelle bei Holstein Kiel. Hier braucht es für die erste Liga mehr Medienplätze, eine größere Mixzone und vor allem besseres Flutlicht. Aber dann können die ganz Großen kommen. Wir bleiben da ruhig, bleiben bei uns und wissen und haben einen Plan, wie wollen wir was, wenn was passiert, eben umsetzen. Und damit sind wir in der Vergangenheit gut gefahren, da werden wir auch in der Zukunft gut mitfahren. Hier auf dem Rathausbalkon wird die Mannschaft morgen den Einzug in die erste Liga feiern. Aber danach wird es wieder ruhig an der Förde. Beschaulich, norddeutsch und vor allem bodenständig. Aber jetzt gerade wird gefeiert. Glückwunsch zu dieser Premiere. Hier fehlt noch der übliche Samstagsservice, Wetteraussichten und Lotto. Die Gewinnzahlen lauten 5, 22, 25, 29, 30, 36, Superzahlen 0. Weitere Gewinnzahlen auf Lotto, ZDF.de und im ZDF-Text. Und das Wetter zum Muttertag morgen wird überwiegend frühlingshaft warm. Mit viel Sonne, vor allem im Norden und einigen Wolken im Süden, aber nur wenigen Schauern und Gewittern, vor allem im Bergland. An den Küsten 17 bis 21, sonst 21 bis 27 Grad. Ab Montag im Westen und Süden Schauer und Gewitter, sonst trocken und oft sonnig bei 16 bis 27 Grad mit den höchsten Temperaturen im Norden. Und ganz zum Schluss wollen wir Ihnen noch ein Geschenk des Weltraumwetters nicht vorenthalten. Vergangene Nacht erstrahlten Polarlichter über Deutschland. Der Himmel mal lila über NRW,
Pink über dem Erzgebirge, ein leichtes Rosa über dem Brocken, helles Grün über Hannover. Und wer es gestern verpasst hat, hat in dieser Nacht noch mal eine Chance. Eine Option ist natürlich aber auch immer, jetzt das Sportstudio zu sehen, mit allem zum Aufstieg von Holstein Kiel und gegen 0.25 Uhr dann noch mal Nachrichten. Wir sagen Tschüss und wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, bis morgen.